Jan Zwischenbrugger, Vorbereitung ist im vollen Gange, am Wochenende geht's los. Wie sehr kribbelt es schon bei dir persönlich? Ja, sehr. Jeder Fußballer freut sich immer, wenn es losgeht und die ersten Bewerbsspiele kommen. Und ich denke, jeder in der Mannschaft ist heiß darauf. Im Frühjahr ein bisschen Verletzungspech bei dir, war angesagt. Aktuell topfit, alles gut beieinander? Ja, also Schulter hält und sonst geht es mir auch gut. Gott sei Dank, das ist das Wichtigste für einen Fußballer, dass er gesund und fit ist und dann das andere kommt dann von selber. Was sind so die Ziele, die du dir persönlich auch gesetzt hast für die kommende Saison? Ja, das höchste Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist einmal verletzungsfrei zu bleiben und dadurch eben jede Woche konstante Leistungen auf den Platz zu bringen. Das ist eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe und das versuche ich umzusetzen. Kurz zum neuen Cheftrainer, Werner Grabherr. Was macht er anders? Was ist gleich geblieben? Ja, also ich finde, er macht seine Sache sehr gut. Wir legen viel Wert auf Taktik. Jeder weiß, was auf dem Platz zu tun ist und er fährt eine klare Linie und das ist wichtig. Und ja, wir werden dann in den Bewerbsspielen sehen, wozu wir fähig sind, aber ich glaube, wir können Großes erreichen.